Und dem wollen sie natürlich einen Heimsieg nachlegen hier in der St. Galler Kantonalbank Arena. Los geht's mit dem Duell der Rapperswil-Jona Lakers und dem Lausanne Aschsee. Da nachzusetzen. Jetzt die gute Chance. Parade von Nivola. Nachschuss von Marti erneut. Nivola. Hier sehen wir es nochmals. Kann da die Scheibe noch auflegen auf Richard Panik, der da plötzlich völlig frei zum Abschluss kommt. Erste gute Chance für Lausanne in der 8. Spielminute. Jetzt die Chance für Eckenberger. Scheitert an Tobias Stefan. Eckenberger. Ja, findet er ausgerechnet gegen Lausanne zum Tore schießen zurück. Die Fuchs. Ria. Seckert schnell gespielt von den Lausannern und dann an. Das Gehäuse. Gibt uns noch einmal die Möglichkeit, diesen Latten. Knaller in der Verlangsamung anzusehen. Tolle Kombination, schnell gespielt und das war die Szene von Genazzi. Ablenke kommt und da kommt der Treffer. Scheibe noch unglücklich abgelenkt. Aussicht der Rapperswil-Jona Lakers. Die Waadtländer führen hier in der 11. Minute mit 1 zu 0. Genazzi mit dem Abschluss. Der Ablenker kam wohl vom eigenen Mann, oder war die Scheibe gar nicht mehr abgelenkt, konnte ich jetzt nicht mehr ganz ausmachen. Auf jeden Fall Joel Genazzi vorer. Jetzt Lausanne auch mit aggressivem Vorchecking und das wird belohnt. 2 zu 0. Jason Fuchs. Fuchs. Gewinnen da den Puck in der gegnerischen Zone. Ria sieht da den freien Mann und Jason Fuchs lässt sich da nicht zweimal. Dalemoy hat da getroffen. Und auch Albrecht im Powerplay. Jetzt wieder Moy und auch heute treffen sie gleich bei der ersten Gelegenheit. Und wieder ist es Albrecht, der hier in der 20. Minute auf 1 zu 2 verkürzen kann. Eingeleitet von Schröder, dann toll weitergespielt von Tyler Moy, der da sieht, dass sein Mitspieler noch besser postiert ist. Hätte auch selber abziehen können. Und dann macht das Albrecht eiskalt, lässt da Tobias Stefan zum Treffer von Albrecht. Erwischer Abschluss und wieder liegt der Puck im Tor. Für ein Powerplay. Ebischer mit dem Abschluss. Ablenker vor dem Tor. Nico Dünner, wenn ich das richtig gesehen habe, als letzter am Puck. Das ist diese Einstellung vermutlich besser zu sehen. Und dann kann Czajka ganz alleine losziehen. Peter Czajka trifft! Zum 3 zu 2. Spiel gedreht. Ist da schneller als Schelovac. Und bezwingt dann auch Tobias Stefan. Peter Czajka bringt die Rapperswil-Jona Lakers mit 3 zu 2 in Führung. Erwischt da Stefan zwischen den Beinen. Vorra. Nocho. Bleibt hängen, ermöglicht der Gegenstoß für Lausanne. Jetzt die Chance zum Ausgleich. Der Scheibenverlust von Nuro. Jason Fuchs, der da alleine losziehen kann auf Melvin Niffeler. Der sich aber nicht eine starke Leistung. Seine Farben gleich mehrfach im Spiel gehalten. Moy mit dem Abschluss. Gut noch zu spielen in diesem Mittelabschnitt.
Und da fällt der vierte Treffer für die Rapperswil-Jona Lakers. Gianmarco Vetta. Pulli-Gewinn von Jordan Schröder und Gianmarco Vetta. Zieht da direkt ab. Pulli, Goal. 4:2 für die Rapperswil-Jona Lakers. Benins Lammer zum Spiel abgefangen und jetzt viel Eis für Lausanne. Odette trifft die Scheibe nicht. Na gut, hinten mitgearbeitet hat Andrew Rowe. Marty mit dem Abschluss. So das Zuspiel verhindert, dass der Abschluss von Aurelien Marty. Panik. Jetzt Kovac mit etwas Platz. Kovac verkürzt auf 3:4. Robin Kovac, der Topscorer, trifft auch am heutigen Abend. Schön bedient Robin Kovac von Richard Panik. Und der bezwingt Melvin Niffeler. Hat da etwas Platz, kommt mit viel Tempo und erzielt seinen 12. Saisontreffer. Der Mann, Minuten. Da hat dieses Spiel noch. Schelovac. Odette aus Spitzenwinkel, dann das Tor. Verschoben, nein, die Scheibe liegt drin. Ausgleich. Bezwungen. Schelovac mit der Vorarbeit und dann Daniel Odette. Hat da irgendwo eine Lücke gefunden. Trifft von hinter der Grundlinie. Sehen Sie sich das an. Bei Schussabgabe der Pack hinter dieser roten Linie. Da gab es eigentlich extrem schwer. Also. Good goal. Entscheiden die Schiedsrichter. Einmal 16 Sekunden schlagen sie ein drittes Mal zu. Schröder. Querpass. Moy. Schuss geblockt. Noch einmal Moy. Tatsächlich. Tyler Moy mit dem 5:4. Tyler Moy hat am Mittwoch den Powerplay getroffen. Tyler Moy trifft auch heute. Zuerst geblockt. Moy reagiert am schnellsten, kommt da noch einmal zum Abschluss. Legt noch einmal zurück, gerne am Tor vorbei. Scheibe kommt noch einmal vors Tor. Ria trifft tatsächlich. Ausgleich. 5 Sekunden vor Schluss. Allerdings die Schiedsrichter entscheiden auf No-Go. Schauen wir uns die Szene nochmal ab. Also, da kommt der Abpraller, Tohuwabohu, ja, da steht Panik für einen Moment im Torraum drin. Jetzt hier bringt der Niffeler aus der Position. Dann allerdings... Also, jetzt noch die Coaches Challenge. Er geht selber wegen dem Tor. Rein, ohne gepusht zu werden. Sorry, dass ich den Rollen nicht gleich gemacht habe. Ich habe mir überlegen müssen. Ja. Toll, die heißt No Goal. No Goal. Es war No Goal. 2 Minuten. 2 Minuten, perché. Also. Jetzt. Diese Teamstrafe ab. Zusätzlich Richard Panik auf der Strafbank. 2 plus 2 Minuten hat er kassiert. Spielt keine.